Welcome beim Training. Ja! Heute bin ich zu Gast bei Sturm Graz. Das Training macht unheimlich viel Spaß. Tag Leute, bevor wir beginnen, 1 bis 10, wie gut sehe ich aus? Fresh, ne? Mit Namen. Let's go Leute, Training. I love this game. Was geht ab meine Besten? Im heutigen Video bin ich zu Besuch bei Sturm Graz im Probetraining mit dem Chef-Torwarttrainer Stefan Loch sowie der aktuellen Nummer 3 Luca. Ich darf mich vorzeigen. Ich darf zeigen, was ich drauf habe. Hoffentlich überzeuge ich den Trainer von meinem Können und eventuell lädt er mich noch einmal ein. Im Titel könnt ihr schon sehen, dass es mehrere Teile geben wird. Also sehen wir hier ein vielversprechendes Probetraining. Ich wünsche euch viel Spaß. Nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben und natürlich einen Kommentar über meine Leistung. Let's go. Viel Spaß. I love this game. Heute einen sehr, sehr talentierten Jungen dabei. Ich habe gehört, der ist hier geboren worden. Bist du hier geboren worden sogar? Könnte es auch sein? Vielleicht gemacht worden, weiß ich. Geboren okay. Im Krankenhaus. Vielleicht geboren im Krankenhaus, gemacht vielleicht hier, aber aufgewachsen und sehr viel Zeit verbracht. Und in der ersten Mannschaft jetzt, ne? In der Kampfmannschaft. Dritter Torhüter. Ja. Seit wann? Seit jetzt einem Jahr. Also, sehr ganz. Das Gleiche, was wir jetzt gemacht haben, jetzt fällt halt diese Entscheidung weg mit dem kommt er oder kommt er nicht. Oh, 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 ey, die Kamera ist auch kaputt, ne? Cut, cut. Und, bist du warm? Ich bin warm. Darf ich den Zuschauern sagen, dass du gerade eben noch eine Pause gemacht hast, weil du nicht mehr kannst? Leider ohne Kameraaufnahme. Vielleicht da drauf, nein, auch nicht. Gut, sehr gut. Ab und zu muss einfach der Keeper mit dem Kopf halten. Ist da auch angewachsen. Gehört auch dazu. Gut. Ich glaube, man sieht sich richtig schön auf der Kamera, aber glaub nicht, ne? Was? Der Headshot. Ja. Nein, du Kleiner. Der Ball ist eine Piste. Rot. Rot. Oh. Ja, genau. Der war richtig gemein. Der war sehr herum. Rot. Schön. Rot. Sehr gut, sehr gut. Jetzt kommt die Krise. Da musste ich mir was vom Luca abschauen. Bei dem letzten hast du nämlich sehr, du hast direkt halt die Position geswitcht und warst halt dann da. Ne? Weißt du, weil die Mitnahme war sehr tief, weißt du? Mhm. Da ist so ein Torschuss eher schwieriger. Ja, manche hat das sehr gut erkannt. Dann ja. Einfach aufdrehen. Ist gefordert? Natürlich, immer. Wir sind bei Sturm Graz. Wäre komisch, wenn nicht, oder? Ja. Ja. Wenn selbst merk selbst, wenn ne, die selbst Frage. Der Kamera fertig ist. Merk selbst. Macht Spaß, Mann. Ist wieder geil. Das zweite Mal jetzt. Das erste Mal war beim 1. FC Köln. Video ist oben verlinkt. Sehr nice. Und heute bei Sturm Graz dementsprechend. Lass nicht lang quatschen, weitermachen. Stark. Sauber. Jetzt ist er da. Wach, ganz wach, hellwach. Sauber. Oh, das ist Monster!
starke Runde, Luca. Sehr stark. Selbst der Kamera macht. Ohne Einladung. Coach, ich war noch bei der Kameraarbeit. Sorry. Tut mir leid, ich muss mich entschuldigen. Ich. Mit dem Kopf meine ich. Okay. Ja, Eigentor. Ja, da kannst du nichts machen, aber du hast mir nicht angekommen. Ja! Ja, genau, richtig. Gut, bitte. Ich bin zu klein einfach, Coach. Du bist super safe dabei. Dankeschön. Ja? Ich wollte dem Luca einen schenken, weil der hat mich angefleht. Der hat so gemacht. Bitte, bitte mach. Dann wollte ich nicht so sein. Ich verschone dich aber nicht. Habe ich auch nicht gehofft. Und nicht erwartet. Ich gehe immer vom Schlimmsten aus, denke ich. Warum bin ich so langsam, ey? Ich stehe einfach nicht. Ja, genau. Ich laufe und laufe und laufe und bremse nicht ab. Top Self-Talk, wirklich. Ja, aber nicht gut, gut, gute Analyse. Gute Analyse. Zwei machen wir noch. Ja, gut. Am Ende drückt er mich noch richtig in den Boden. Okay. Was? Es wird aber auf der anderen Seite nachher wieder sehen. Ja, jetzt muss ich rausholen. Wird. Aber war schon richtig, oder? Mit dem Stehenbleiben, oder? Das war komplett das Thema, was. Daran lag es auch, ne? Genau, ganz genau so ist es, ja. Okay. Das ist nachher dann der Spiel. Geh noch den. Na ruhig, ich hab ihn. Zeitspiel. Das schaut nicht so anstrengend aus, oder? Das ist aber mega anstrengend. Aber die kurzen Schritte. Vorbereitende Übung eigentlich noch. Und zwar kann es jetzt sein, dass er eine hohe Hereingabe kommt, wo er nachher dann einmal ein Gegnerdruck ist. Das werden wir so simulieren, weil wie gesagt, die haben das schon gemerkt, wie du gesagt hast. Du bist derjenige, der Gegner verletzt, gell? Und du bist selber nicht verletzt. Deswegen brauche ich das unbedingt. Und okay. Ja. Wieder Schuss, wir starten wieder mit Schuss am Luca, kommt wieder retour, wirfst dort, schaust, wie siehst du zwischen die Dames, wie siehst du an und ich sorge für den Gegnerdruck. Okay? Okay. Sauber! Seid doch einfach Feldspieler. Tut euch das nicht an. Oh, so hast du schon gut. Ja. Gut, okay. Hast du berührt, gesehen? Was? Du hast in den Scheiden noch berührt. Ja. Und beim ersten habe ich so ein Bild, aber das ist gleich wieder richtig. Und das ist, gell? Ja. Hab gesehen, du hast ein bisschen berührt gehabt, dann ist der Ball über den Kopf geflogen. Habe ich gesehen. Du bist ein guter Motivator. Richtig gut. Richtig. Psychologie mit Mentaltraining, ne? Richtig. Gut.
Welche Note würdest du dem Karl geben? Ich würde eine 2 plus geben. Ich würde eine 2 plus geben, aber der Wettkampf kommt jetzt. Also danach eher. Meine Besten, der erste Probetrainingstag bei Sturm Graz ist fertig. Wir sind durch und haben den Trainer Stefan Loch überzeugt. Wir sind noch einmal eingeladen worden zum Heimspiel und ich würde sagen, da gehen wir hin, nehmen die Kamera mit und schauen uns an, was da los ist. Ist es wirklich so wild im Stadion? Werden wir sehen, das ist die nächste Disziplin. Außerdem haben wir nach diesem Trainingstag noch mit dem Torwarttrainer der österreichischen Nationalmannschaft gesprochen, der vor Ort gewesen ist, und sind noch einmal eingeladen worden zu Sturm Graz, um da in einer speziellen Maschine, in einem speziellen Raum zu trainieren, um spezielle Werte herauszufinden. Klingt alles sehr speziell, wird es auch, Leute. Teil 2, Stadionbesuch plus Training. Und wenn dann alles in Ordnung ist, sehen wir uns im dritten finalen Teil. Und was danach passiert, weiß nur Gott. Richtig, Männer, richtig. Hier oben immer fresh bleiben. Ja, Mann, Thomas! Ja, Mann! So, Leute, das war's Training. Ich bin Luca. Was sagst du? Hat Spaß gemacht, mit mir zu trainieren? Auf jeden Fall. Hast einiges lernen können von mir, ne? Auf jeden Fall. Nein. Ich würde sagen, wir gehen ins Outro. Ich entspanne jetzt mal ein bisschen, okay? Komm runter erstmal. Knapp, aber 3-2 hast du gewonnen, ne? Yes. Leider. Ja, weil ich halt in der letzten Runde auch kein Tor geschossen habe. Das stimmt. Was meinst du? Wie war ich heute? Ich glaube, der Luca hat das ziemlich gut zusammengefasst. Also immer wieder Steigerungen drinnen, von Übung zu Übung. Und ich glaube, das ist eine gute Talentidentifikation. Wenn man mit der Aufgabe wächst, wenn man sich den Herausforderungen überhaupt einmal stellt, das machst du ja ganz offensichtlich sehr oft. Und das ist schon richtig gut. Und es ist oft einmal sehr, sehr eng zusammen. Wer schafft es nach oben, wer schafft es vielleicht einmal zu einem Profiverein, aber nicht ganz zu Nummer 1. Ja. Aber es ist auch schon ein Riesensprung und ja, da kommt es auf viele, viele verschiedene Faktoren an. Irgendwo ist Glück vielleicht einmal, Glück im Sinne von zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Aber dann in weiterer Folge wieder, wenn man schon zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, da zu performen, die Leistung abzurufen. Das sind immer wieder diese entscheidenden Faktoren, die ich bis jetzt beobachten habe können. Ich glaube, eine Sache würde ich gerne noch anmerken, weil Norman, der Luca hat das sehr gut zusammengefasst. Es ist Technik da, es ist taktisches Verständnis da. Es ist heute in der Einheit sehr viel um Taktik gegangen, wo es um Stellungsspiel, um Spielsituationen erkennen gegangen ist. Aber eine Sache würde ich noch gerne ergänzen, und zwar, wenn du die Frage stellst, was würde es reichen für Sturm Graz oder würde das passen, dann glaube ich, wäre die beste Frage, die du dir selbst auch stellen müsstest, wie würde es dir selbst gehen von der Psyche her, wenn du vor unserer Kurve stehst, und wie sehr funktioniert das nachher dann, und dazu wäre es super, wenn du irgendwann einmal, wenn du wieder in Graz bist, ein Spiel besuchen würdest von uns, in unserer Kurve einmal sehen könntest, weil ich glaube, davor zu performen ist nochmal mehr. Ich glaub, ja. Challenger zum einen, aber zum anderen, wenn alles gut funktioniert, auch richtig, richtig super. Dann könnt ihr mal zugucken auf alle Fälle. Schau super, das mal an. Das würde uns sehr freuen. Wie laut ist es? Herzlich eingeladen. Danke dir. Sehr schön. Auf jeden Fall. Und dann komme ich nochmal ins Training. Genau, ja? Okay. Dann machen wir das nochmal, ja? Okay. Passt. Ich würde sagen, checkt auf alle Fälle Sturm Graz, Insta, Social Media Kanäle, alle in der Beschreibung ab. Und Luca auch. Hast du auch was auf Instagram? Nein, ne? Luca ist der Star hier. Dein Name auf Instagram? Maric Luca _1. Folgt ihm, Support ist kein Mord. Ihr wisst Bescheid, Leute. Bleibt sportlich, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.